Maria Palatin stammt, wie ihr Künstlername schon vermuten lässt, aus der Pfalz, genauer gesagt aus Kaiserslautern. Mittlerweile lebt sie in Belgien und gehört zu den bedeutendsten Harfenistinnen unserer Zeit. Im vergangenen Jahr wurde sie in Brüssel als beste weibliche Künstlerin ausgezeichnet. Gerade hat sie ihre 10. CD veröffentlicht und geht damit jetzt auf Tournee quer durch Europa. Auftakt ist morgen in Kaiserslautern. Kerstin Bachtler hat Maria Palatin in ihrer alten Heimatstadt getroffen. My voice is my plea. Der Titelsong der neuen CD von Maria Palatin ist für die Musikerin Programm. Sie spielt nicht nur Harfe und Klavier, sie singt auch dazu. Oft schreibt sie die Texte für ihre Lieder selbst, sie vertont aber auch Gedichte belgischer, französischer, deutscher und englischer Lyriker. Musikalisch lässt sie sich von unterschiedlichen Stilen beeinflussen und das war schon immer so. Das ist natürlich mal wieder eine CD, die in überhaupt keine Schublade passt. Was mich am meisten vorwärts treibt, dieses Instrument wirklich bis an seine Grenzen auszuschöpfen in seinen Farben, in seinen Möglichkeiten, das ist mein Wille. Das, was im Text ist, wirklich so authentisch und so ausdrucksstark wie möglich zur Geltung kommen zu lassen. Und ob ich da jetzt eine Harfe unter den Händen habe oder ein Klavier, spielt eigentlich keine Rolle. Seit 10 Jahren lebt die gebürtige Pfälzerin in Belgien. Die weltoffene Künstler- und Musikszene in Brüssel hat viele Songs von Maria Palatin beeinflusst. Die Musikerin lernt in Brüssel immer wieder neue Künstler kennen. Darunter sind auch Menschen aus Krisengebieten. Maria Palatin hat mit mehreren von ihnen zusammengearbeitet und ist für ihr Engagement für Solidarität und Menschenwürde in der Musik ausgezeichnet worden. In ihrem Song for Syria, zu dem sie die Begegnung mit Menschen aus Syrien inspiriert hat, singt sie vom Wunsch nach Frieden. Bei aller Verbundenheit mit anderen Ländern und Kulturen hat auch ihre westpfälzische Heimat einen hohen Wert für Maria Palatin, der ihr so wichtig ist, dass sie der Pfalz in ihrem Künstlernamen ein Denkmal gesetzt hat. Aufgewachsen ist die Musikerin in einem kleinen Ortsteil von Kaiserslautern, mitten im Pfälzerwald. Ich muss sagen, dass ich sehr verwurzelt bin mit der Natur, auf eine ganz existenzielle Art und Weise. Ich bin aber auch mit der Natur in romantischer Weise verbunden. Es ist für mich eine sehr inspirierende Epoche, diese Dinge zu lesen und auch die Musik aus dieser Zeit. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Wenn man das bewusst erlebt, ist es eine ganz große Inspirationsquelle. In tiefen Nächten grab ich dich, du Schatz, denn alle Überflüsse, die ich sah. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Maria Palatin eine Vorliebe für die symbolistisch-impressionistischen Gedichte Rainer Maria Rilkes entwickelt hat. Der schwebende Rilke-Ton wird von den sanften Klängen der Harfe unterstrichen und von der Musikerin geradezu inszeniert. Für die neue CD hat sie Rilkes Gedicht In tiefen Nächten vertont. Wie in vielen anderen ihrer Lieder überwindet Maria Palatin auch in diesem Titel spielend und harmonisch den Unterschied zwischen E- und U-Musik. Und sie beweist, dass es in ihren Kompositionen eine solche stilistische Grenze nicht gibt. Wer die Künstlerin live erleben möchte, das Release-Konzert der neuen CD von Maria Palatin ist morgen Abend um 20 Uhr im Theodor-Zink-Museum Kaiserslautern.